Wir lesen diese Woche aus der Tora über den Auszug des jüdischen Volkes aus Ägypten. Wir feiern dieses Ereignis Jahr für Jahr zum Pessachfest. Doch die Mishnah sagt, an jedem Tag sollst du aus Ägypten ausziehen. Wie ist das zu verstehen? Nur, es gibt ein Ägypten in uns drinnen. Jeder Einzelne hat auch ein Ägypten in sich drinnen. Das sind unsere schlechten Gewohnheiten. Das ist die Angst, sich etwas zu trauen. Das ist die Ego-Kiste, in der wir uns befinden, die uns nicht wachsen lässt. So haben wir auch einen Pharao in uns drinnen, der uns einredet, dass wir uns nicht verändern können, dass wir uns nicht verbessern können, dass wir immer so bleiben, wie wir sind. Und wir haben auch einen Moschee, einen Erlöser in uns drinnen, der unser echtes Potenzial kennt, der uns sagt, dass wir nicht aufgeben sollen und der uns Mut macht, dass wir aus Ägypten ausziehen können. Das ist das, was die Mishnah sagt. An jedem Tag sollst du aus Ägypten ausziehen. An jedem Tag sollst du dich bemühen, ein besserer Mensch zu werden. An jedem Tag sollst du dich bemühen, die Mitzvot zu erfüllen. An jedem Tag sollst du dich bemühen, deine inneren Grenzen zu überwinden für das Gute, für das Göttliche und für das Richtige. Und dann wirst du echte Freiheit erlangen können. Shabbat Shalom.